Guten Morgen. Hast dich schon vermisst, gell? Mir ist das wirklich jetzt schon langsam peinlich, dass du immer vor mir auf den Magen bist. Also, morgen mache ich das Frühstück. Du hast eben einen guten Schlaf, Herr Doktor. Aber als Bäuerin ist man das Frühaufstehen gewohnt. 50 Jahre, jeden Tag um 5 Uhr. Das hat dich jung gehalten. Mhm. Ich möchte fast sagen, es hat dich geradezu konserviert. Guten Morgen, Hertha. Das war kein Kompliment, sondern eine Frechheit. Das Wort konservieren verwendet man im Zusammenhang mit Bökelfleisch. Sei nicht so streng, Julia. Er hat dir sicher versprochen, dass er demnächst einmal das Frühstück machen wird. Hertha, wie kann man in deinem Alter so leichtgläubig sein? Und die Butterbrote hast du ihm auch wieder gestrichen. Also, Hertha. Der Kaffee ist fertig. Danke. Das Frühaufstehen konserviert offensichtlich auch die Reinheit der jugendlichen Seele. Danke. Danke. Da merkt man, wie ungerecht alles ist. Frau rackert sich täglich ab, Mann verspricht einmal im Leben das Frühstück zu machen und schon schmilzt alles dahin. Von 17 bis 70. Das ist ja kein Wunder. Nichts drückt die männliche Zuwendung schlichter aus als ein liebevoll zubereiteter Kaffee und ein schonend gebräunter Toast, oder? Nicht zu vergessen den obligaten Löffel Honig ums Maul. Morgen. Sag mal, kommt heute nicht der Schularzt? Der kommt erst nächste Woche. Mhm. Dein T-Shirt trägst du jetzt den vierten Tag. Na und? Ist mein Lieblings-T-Shirt. Riecht schon ein bisschen streng, oder? Kinder riechen nicht streng. Na, Kinder nicht, aber ihre T-Shirts. Ich war gerade im Hasenstall. Also Schluss jetzt. Du ziehst jetzt bitte ein sauberes an, ja? Ja, ja. So frisch schmecken sie eben nur auf dem Bauernhof. Die meisten Bauern kaufen sie auch schon am Supermarkt. Ich hab dich gebeten, du sollst dich umziehen. Ja. Und bitte sag dem Wolfgang, er soll sich beeilen, ja? Ja, du hältst dich ja wie immer perfekt raus. Einer muss ja der Gute sein. Ja, ja, aber in der Rolle könnte man sich mal abwechseln. Abwechslung ist das halbe Leben. Wie gesagt, der Vorbesitzer hat noch eine neue Küche einbauen lassen. Schön, wunderbar. Das war auch der Grund, warum sie heute Morgen ihre Frau angerufen hat. Muss ja nicht unbedingt vom Frühstück sein. Da oben, die Dachwohnung. Das ist sie. Aha. Ah ja. Herr Doktor, die Küche? Völlig neu. Ein Gästebad. Hier wäre ein schönes Esszimmer. Und die Wohnzimmer sind oben. Schön. Sehr schön. Also gut. Ich nehme die Wohnung. Der Kaufvertrag geht selbstverständlich auf Ihren Namen. Nein, der geht auf Frau Elke Thorberg. Aber das schaffe ich noch auf. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau. Grüß Gott. Haben Sie was für mich dabei? Ja. Bitte schön. Ah, danke. Bitte schön. Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Veronik. Na, der Poststoß ist heute ganz schön dick. Das artet ja richtig in Arbeit aus. Veronik,
Frau Doktor, ich habe mir erlaubt, anlässlich Ihres Geburtstages in der nächsten Woche, wo ich aber auf Urlaub bin. Aber wieso wissen Sie denn von meinem Geburtstag? Ich habe schließlich die Personalevidenz unseres Gerichtes aufliegen. Scheißdreckelmendiger. Entschuldigung. Das kann doch passieren. Schauen wir, was noch zu retten ist. Frau Beranek, der schöne Kuchen. Ich mache Ihnen einen neuen. Bei mir werden die Kuchen nie was. Entweder sie bleiben sitzen oder sie fallen auseinander. So wie der? Ja, so wie der. Also, hoppala. Riechen tut er jedenfalls sehr verlockend. Ja. Danke. Frau Beranek, wir arbeiten jetzt schon fast ein Jahr ganz wunderbar zusammen. Das freut einen richtig. Vielen Dank, Frau Doktor. Und aus diesem Grund würde ich vorschlagen, nennen wir uns doch beim Vornamen. Um die Form dieses Betriebes hier zu wahren, bleiben wir vielleicht beim Sie, aber wir sagen Regine und Julia. Einverstanden? Bitte. Bitte, Frau Doktor, das kann ich nicht. Das ist mir unmöglich. Aber wieso denn? Ja, Sie sind die Richterin, meine Vorgesetzte. Ich kann nicht so einfach Julia zu Ihnen sagen. Aber wenn Sie zu mir Regine sagen, dann wäre mir das eine große Ehre. Gibt's was Besonderes? Allerdings. Sie haben es ja noch gar nicht gelesen. Anzeige der Bezirksanwaltschaft wegen Paragraph 200, Unterschiebung eines Kindes. Beklagte Adelheid Mehr und Diplom-Ingenieur Martin Reidinger. Ja, ist denn der Max völlig übergeschnappt? Ja, heißt denn das, dass die Adelheid jetzt ins Gefängnis muss? Ja, ins Gefängnis vermutlich nicht. Sie ist ja nicht vorbestraft. Aber zu einer Gerichtsverhandlung wird's kommen. Und die Fürsorge wird sich einschalten. Und die wird feststellen, dass die Heidi kein regelmäßiges Einkommen hat. Und dass der Familienvater ausgezogen ist. Das ist alles sehr, sehr unangenehm. Sag mal, ist dein Sohn noch zu retten? Bringt die eigene Ehefrau vors Gericht. Zieht die Kinder mit hinein. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Er hat angedeutet, dass er irgendwas machen wird. Ja, aber das ist das Blödeste, was man nur machen kann. Wir müssen mit dem Dummkopf, also Entschuldigung schon, wir müssen mit ihm reden. Du musst ihn auch ein bisschen verstehen, Julia. Er will dem Reidinger halt so manches zurückzahlen. Lächerlich. Dem Reidinger nach 10 Jahren eine Absprache mit der Heidi nachzuweisen, das ist vollkommen aussichtslos. Wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann wird der Reidinger unter Garantie freigesprochen. Die Heidi erwischt's. Und du bist auch nicht ganz unbeteiligt daran. Du hast dem Max ganz schön die Stange gehalten, gegen deine Schwiegertochter, wenn ich das einmal so salopp sagen darf. Die Adelheid ist nicht mehr meine Schwiegertochter. Die Blödsinn. Jahrelang hast du sie Heidi genannt. Sie war diejenige, die in Wahrheit alles zusammengehalten hat. Wenn sie nicht gewesen wäre, dann hätte der Max den Hof schon viel früher hinuntergewirtschaftet. Willi und Burgi sind doch deine Enkelkinder. Wir Großmütter dürfen doch nicht so stur sein. Und was soll ich deiner Meinung nach machen? Dich mit der Heidi versöhnen. Wenn der Max sieht, dass er mit seiner Borniertheit allein dasteht, dann wird er hoffentlich einlenken. Kann man denn da überhaupt noch etwas machen? Na und ob? Der Max muss nur nachdrücklich seine Vaterschaft am Willi anerkennen. Ja, dann wird es kein Verfahren geben. Heidi, servus. Was ist denn das? Schau. Was hast du? Na? Er hat sich doch immer einen gewünscht. Willi, komm her. Dein Vater hat dir einen Computer geschenkt. Ich will aber keinen mehr. Ja, warum denn nicht? Du hast doch immer einen wollen. Aber jetzt habe ich es mir anders überlegt. Ich will keinen mehr. Nee, ich lasse ihn trotzdem da. Vielleicht geht er morgen oder übermorgen dran. Der Bub will von dir nichts annehmen. Er hat einfach Schwierigkeiten damit, dass plötzlich du sein Vater bist und nicht der Max. Ich verstehe den Max nicht, dass er den Willi von einem Tag auf den anderen ablehnt. Der Bub kann doch nichts dafür. Schon ein Sturschädel, ein Verflossener. Er ist nicht ein Verflossener. Noch ist er mein Mann. Ja, aber was für einer.
Der seine Familie und einen Groschen in der Luft hängen lässt, nur weil du einmal vor 12. Ja, sag's ruhig. Weil ich vor 12 Jahren mit einem anderen Mann ins Bett gegangen bin und von ihm ein Kind hab. Das kann ich nicht ändern. Das bereue ich auch nicht. Was ich bereue, ist, dass ich dem Max damals nicht die Wahrheit gesagt habe. Mir hast du auch nicht die Wahrheit gesagt, Heidi. Was hätte denn das genützt? Du warst ein verheirateter Mann mit einem halbwüchsigen Sohn. Ich wollte keine Familie zerstören. Jetzt habe ich keine Familie mehr. Die Gisela ist tot und der Sebastian ist erwachsen. Na gut. Ich habe eine Firma und ein politisches Amt, aber... Es ist schön, dass wir einen Sohn haben. Auch wenn der Baby mich noch ablehnt. Aber das wird sich ja hoffentlich ändern. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Ober immer schlimm. Solange uns noch ein Wendel gefällt, so langsam hier so lange dauert, höchstens wer gewampert und ein bisschen geschlampert. Und dir geht's ja sehr gut, Max. Ja, mir geht es sehr gut. Wenn wir nicht jünger werden. Ich will reden mit dir, Max. Beim Respekt, Julia, ich habe nicht mit dir. Nicht schöner. Dann wirst du dir eben anhören, was ich dir zu sagen habe. Ein Mann, der seine Frau anzeigt, weil sie ihm vor 11 Jahren ein Kind unterschob, der zerstört damit alles, was diese Familie die ganzen Jahre zusammengehalten hat. Tut dir das nicht leid, Max? Ich kann nichts zerstören, was sowieso schon hin ist. Noch ist nicht alles kaputt. Heidi weiß ja noch gar nichts von der Anzeige. Und auch die Kinder wissen noch gar nichts davon, dass der eigene Vater die eigene Mutter bei Gericht anzeigt. Sie werden es nur leider bald erfahren. Spätestens dann, wenn ich mich für befangen erkläre und der ganze Akt an einen anderen Richter weitergeht. Was sollen denn solche Kinder von ihrem Vater denken? Ich bin nicht der Vater. Beim Buben liegt es auf der Hand und beim Mädel, wer weiß das schon so genau. Noch einmal ein, bitte. Es gibt ein altes jüdisches Sprichwort, Max. Nicht der Erzeuger ist der wahre Vater, sondern der Erzieher. Ja, man kann alles drehen und wenden, wie man es braucht. Der Anwalt hat mir gesagt, dass man eine solche Anzeige gar nicht mehr zurückziehen kann. Du kannst die Vaterschaft am Willi ausdrücklich anerkennen. Damit ist der Anzeige jede Grundlage entzogen. Und ich stehe noch blöder da als jetzt. Das hätte der immer gern. Aber nicht mit mir. Das hätte niemand gern, Max. Aber es ist der einzige Weg, die Kinder aus allem rauszuhalten. Wieso? Sie sollen ruhig wissen, dass ihre Mutter eine Hure ist. Und der Vater? Der trifft vor Selbstmitleid, der Trottel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, mein Voller. Und zwar diese Dachwohnung da oben. Also, dass du uns eine Wohnung kaufst, Arthur, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich weiß, aber ich dachte mir, dass du mit dem Baby nicht länger in deiner alten Bude bleiben konntest. Na, Küche, Dusche, Schreibtisch, Bad, alles in einem Raum, das kann doch auf die Dauer nicht funktionieren. Mhm. Schön hier. Hell. Schön, Arthur. Schau mal. Arthur, du bist einfach wahnsinnig groß. Vorsicht, die Kleine wird ja zerquetscht. Ach, Babys halten das locker aus. Die mögen das sogar. Oben ist das Wohnzimmer. Und was ist da? Das zeige ich dir später. Dann zeige ich es dir auch jetzt. Entschuldigung. Wahnsinn. Wahnsinn, Arthur! Ich freue mich irrsinnig über diese Wohnung. Aber ich fordere nichts von dir. Kein Geld, keine Beziehung. Du musst dich nicht mal um deine Tochter kümmern, wenn du keine Lust hast. Ich hab dich einfach lieb. Natürlich. Wir müssen aber noch über die Wohnungseinrichtung reden. Da müssen noch ein paar Dinge angeschafft werden, damit du und dein Kind, ich meine, damit ihr euch halbwegs wohlfühlt. Unser Kind, Arthur. Natürlich, unser Kind. Wir reden immer vom Kind. Wie soll das eigentlich heißen? Also ich habe mir gedacht, Maria Anna. Maria hieß meine Tochter und sie ist tot. Ich weiß. Ich kann und will meine Vergangenheit nicht zurückholen, falls du solches im Sinn hast. Arthur, sie ist ganz einfach. Maria Anna ist ein wunderbarer Name und ich habe mir immer eine Tochter gewünscht, die so heißt. Ich muss dir noch was zeigen. Warte mal. Aber Maria Anna ist ein wunderbarer Name. Oh.
Einen Moment Zeit. Na, wo brennt's denn, Albert? Hm? Wo ist das? EU-Inspektoren im Weinviertel unterwegs. Nicht so laut. Was soll das? Was glaubst du, was das heißt? Um Gottes Willen. Was ich ja nicht verstehe. Kommt der daher? Das weiß ich nicht. Da ist er gestanden und hat deinen ganzen Weingarten fotografiert. Und dann ist er da raufgegangen. Naja, wir leben in einem freien Land. Außerdem ist der Weingarten sehr, sehr schön. Und dass er den Beutel seinen Visier gehabt hat, der ist doch nicht zum ersten Mal da. Ich sehe ihn doch schon seit Tagen da herumkrebsen. Ein ausländisches Kennzeichen und hinten so eine blaue EU-Plakette. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Leo, schlimm oder nicht? Wir dürfen uns damit nicht spülen. Vielleicht hast du doch recht. Na ja, aber es ist ja ein schöner Feinkern. Wenn nur nichts an die Öffentlichkeit kommt. Okay. Wird schon nix sein. Naja, in so einer kleinen Stadt wie bei uns. Weißt du, wie sich da so schnell was herumspricht. Okay, das macht er nicht ins Hemd. Man kann nicht genug aufpassen, das sag ich dir. Aber den Martin müssen wir es nicht mehr sagen, ne? Oh, ist ja nur keine Panik. Wer weiß, ob der Mann wirklich ein EU-Inspektor war. Was sagst du, hat der für ein Kennzeichen auf sein Auto gehabt? Ich weiß ja nicht, ausländisches halt, gelb war's. In Holland, glaube ich. Jedenfalls so EU-Plaketten. Die im Weinviertel speziell im Umland von Retz zum Einsatz kommenden Kontrollorgane des EU-Agrarkommissars wird in erster Linie niederländischer Nationalität sein. NL Niederlande, na, da habt ihr es. Aber der Reidinger, der muss da mehr wissen. Das ist eine Kontrolle der EU-Behörden. Die werden sich doch nicht vorher beim Bürgermeister anmelden. Ja, wer weiß? Jedenfalls haben wir jetzt den Schirm auf. Hm? Am alle Zahnhöfen vielleicht nicht. Leo, du musst doch das wissen. Wie viel sind wir eigentlich? Ich meine, wie viele Leute haben die zu großen Anbauflächen angegeben? Na, du wirst nicht gerne in der Zeitung stehen wollen, Albert, aber so 15, 20 werden es schon sein. Ja, kann man mit dem Kontrolleur nicht reden? Ja. Das kann man doch mit jedem Menschen. Wenn wir es ganz blöd anstellen, dann wird es ja nur noch schlimmer. Dann werden wir es eben nicht ganz blöd anstellen. Es bleibt nichts übrig. Wir müssen den Bürgermeister einweihen. Das ist glatter Subventionsbetrug. Nicht mit mir, meine Herren. Moment. Martin, du hast alle unsere Einreichungen unterschrieben. Sei vorsichtig, Albert. Ihr habt natürlich eure Förderungsanträge unterschrieben. Aber für die Richtigkeit eurer Angaben bin ich nicht haftbar. Meine Herren, habt ihr es wirklich notwendig, dass ihr falsche Wirtschaftsflächen angebt? Ihr seid doch keine Armen, oder? Und du, Leo? Du musst auch noch mit. Bitte, ich habe nur die Auszahlungen abgewickelt. Und ein paar Herren haben mich halt ins Vertrauen gezogen. Ja, auf das Vertrauen hättest du aber verzichten können. Ja, hinten nachschimpfen kann ja jeder. Was ist jetzt, Martin? Halt mal zusammen oder nicht? Wir sind doch als Österreicher alle Nettozahler, oder?
Grüß Sie. Was glaubst du, das für ein Eindruck macht? Da nicht ein Servus in der Zeitung steht. Da oben in Retz. Ja, ja. Da oben in Retz sind die Betrüger zu Hause. Sprich's nur aus. Unterhole er so. Was erwartet Sie eigentlich von mir? Ich habe euren EU-Inspektor nicht gesehen. Und vorstellen wird er sich bei mir wohl kaum. Also bei mir im Hirschen ist gestern ein Holländer abgestiegen. Was? Ja, er fährt einen blauen Mercedes. Und hinten am Kofferraum, da pickt so eine EU-Plankette. Bei dir? Ja. Na, das ist der Mann. Na, jetzt könnt man doch mit ihm reden. Hm? Langsam. Ganz langsam. Das müsst ihr euch gut überlegen, was mir Mann bietet. Weil ist es zu wenig, dann ist es noch ärger. Und ist es zu viel, dann verdirbt es die Preise. Bitte hör auf, hör auf. Was heißt das, du diese peinliche Angelegenheit zwischen dem Max und der Heidi jetzt als Klage auf dem Tisch hast und entscheiden musst? Werde mich natürlich für befangen erklären. Aber dann geht der ganze Akt an den Dr. Haselgruber im Nachbarsprengel. Und bei dem sehe ich schwarz. Haselgruber, den hast du nie erwähnt. Wer ist denn das? Stockkonservativ und bigott zugleich. Einer, der mit der Badehose in die Badewanne steigt. Wenn die Heidi Pech hat, nimmt er ihr und dem Max das Sorgerecht für die Kinder weg. Was hältst du davon, wenn du mit dem Haselgruber ein paar Takte redest, also von Kollegin zu Kollegin, um ihm die Sache ein bisschen näher zu bringen? Nein, das halte ich für aussichtslos. Ich werde noch einmal mit dem Max reden und versuchen, ihn so weit zu bringen, dass er die Vaterschaft an Willi anerkennt. Arthur, sag mal, hörst du ihm überhaupt zu? Ja, du hast recht, man muss mit dem Max reden. Was? Zeit. Ja? Arthur, komm sofort her, bitte. Was gibt's denn? Bitte komm. Ein Klient, der befürchtet, noch diese Nacht verhaftet zu werden und bittet mich, mit dem Untersuchungsrichter Kontakt aufzunehmen. Na, dann ruf ihn doch an. Das würde ich gern, aber der sitzt um diese Zeit immer in einer bestimmten Kneipe. Siehst du, das ist das Wunderbare an meiner jetzigen Position. Ab 17 Uhr keine Klienten mehr. Danke. Ich wäre übrigens gerne heute in deinen Armen eingeschlafen. Ja. Fahr gut. Danke. Tür bitte offen. Gut, mein Herz. Zeit fürs Bett, Wolfgang. Oma, ich bin kein Kind mehr. Du, ich bin ein paar Jahre älter als du und ich gehe auch schon ins Bett. Du brauchst eben deinen Schönheitsschlaf. Da ist was dran, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Halbe Stunde und nicht länger, gell? Ja. Ich habe sie gefüttert, ich habe sie rumgetragen. Ich dreh noch durch, wenn ich nicht aufhöre zu brüllen. Jetzt brüllst du. Ja, was ist denn hier? Was ist denn los? Ja, nun komm doch mal. Ja, das ist doch halb. Na, siehst du, es geht doch schon alles. Ja, ist doch fein. Na, siehst du, ist alles in Ordnung. Arthur, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Ich musste dich einfach anrufen. Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn es Probleme mit dem Kind gibt. Ja. Manchmal ist mir das Kind vollkommen fremd. Ich weiß noch gar nicht, was es heißt, eine Mutter zu sein.
Du bist einfach ein bisschen mit den Nerven runter. Das ist, na komm mal her. Das ist völlig normal, dass sich junge Mütter hin und wieder überfordert fühlen. Werden Sie aufgefordert, zur Feststellung der Vaterschaft sich am 28. dieses Monats um 9.30 Uhr am Magistratischen Bezirksamt einzufinden. Naja, das wird ja... Frau Demmerheim, da ist doch heute ein Schreiben vom Magistratischen Bezirksamt in der Postmappe. Ich weiß, Herr Doktor, ich habe ihn hineingelegt. An mich persönlich, bei Einschreiben. Ich habe ja Ihre Postbevollmächtigung. Sicher, sicher. Ich nehme an, Sie haben den Brief gelesen. Das gehört zu meinen Aufgaben. Was halten Sie davon? Also, wenn Sie mich so direkt fragen, Herr Doktor, ich halte es für eine Unverschämtheit von dieser Person, Ihnen so etwas zu unterstellen. Frau Demmerlein, das ist keine Unterstellung. Es entspricht der Wahrheit. Und jetzt machen Sie den Mund wieder zu. Nicht nur Jungfrauen kommen zu einem Kind und wissen nicht wie. Manchmal passiert so etwas auch reiferen Herren, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ein anderer. Meine Frau darf unter keinen Umständen, ich wiederhole, unter keinen Umständen etwas davon erfahren. Ich kann doch mit Ihrer hundertprozentigen Diskretion rechnen. Dann darf ich Ihnen also jetzt zu Ihrer Vaterschaft gratulieren? Ich wusste doch, dass ich mich voll und ganz auf Sie verlassen kann. Nehmen Sie auch einen? Auf Ihre Diskretion. Entschuldigen Sie die Störung, Herr von Leuben, aber ein paar Herren würden Sie gerne zu was einladen. Einladen? Ja, einladen. Gut, guten Tag. Er kommt schon. Bitte schön. Gäste aus Holland sind natürlich willkommen. Setzen Sie nachher da. Gut, jetzt verließ der Beutel. Nett, dass du mal Holland. Hilf der Leo. Schweiger, Robert. Nachschub, meine Herrschaften. Ja, gut, wird eh schon Zeit. Nachschub. So, jetzt kommt ein besserer Tropfen, trinkt das andere aus. Ex, hier ist ein sehr, sehr guter Jahrgang. Ein trockener Riesling aus dem 85er Jahr. Ein unserer besten Jahrgänge. Braucht man nicht fotografieren. Der ist ein hässlicher Mensch, aber guten Wein. Einer unserer besten Jahrgänge, bitte. Danke, Leute. Sie haben eine wunderbare Wein hier in Ihre schöne Stadt Retzen. Nicht wahr? Herr Inspektor, ich sag immer, wir sind alles nur Menschen, besonders heute. Ganz egal, ob einer ein Bauer ist oder ein EU-Inspektor. Also Prost, so ein gutes Tröpfchen darf man nicht verkommen lassen. Nein, jetzt stoßen wir an, nicht bei Herrn van Leuven. Van Leuven. Van Leuven. Prost, Prost, Prost. Jetzt meine Runze scheu, eigentlich zum letzten Mal, sag er Julia, ja, ich bin's, der Max. Max? Du, ich habe mich entschieden, ich will den Willi anerkennen. Na wunderbar. Ich werde Sie verständigen. Ja, bis morgen. Ja, ja. Jetzt haben wir voll genug. Und so ist
Wir gehen in der Disco. Jetzt gehen wir keine Disco mehr, jetzt gehen wir ins Bett. Und nicht vergessen, wir sind Freunde, nicht wahr? Und Freunde tun sich gegenseitig nie Schaden, verstanden? Freunde sind immer lieb miteinander, immer gut. Richtige Freunde helfen sich immer. Sehr richtig. Na, gib ihm das Geld endlich, dass er's verliert in seinem Dusel. Aber hier muss der Staat nichts aus, wir packen's ihm gut ein. Also gut, Rüd. Rüd! Schau, pass auf. Na, schau, was der Leo macht. Schau. Na, schau. Das sind 500.000 Schilling. Die gehören dir. Das ist ein Geschenk von deinen Freunden aus Rätz. Und dafür kann man jetzt schon sagen, bei der Prüfung ist dann alles in Ordnung. Verstanden? Ist alles wunderbar bei der Prüfung. Alles gut. Alles in Ordnung. Ah. Welche Prüfung, Leo? Jetzt tu da wieder so. Geh hier auf, schau, jetzt packst dein Geld ein und schaust, dass du das nicht verlierst. Und morgen in der Früh, wenn du aufwachst, dann gehen wir auf einen Rehbock. Ja? Wir holen miteinander, gehen wir jagen. Puff! In Holland muss der Tourist zahlen, wenn er kommt, aber in Österreich wird der Tourist bezahlt, wenn er bleibt. Solche Gäste brauchen wir mehr. Das ist der Humor. Das ist aber warm. Guten Morgen. Kann ich bei Ihnen 500.000 Schilling auf mein Konto in Holland überweisen? Gerne. Zum zweiten Feldstecher mit? Ja, ich nicht. Ah, da kommt er endlich. Der war sicher schon dienstlich unterwegs. Ja, hoffentlich hat er nicht schon mit Brüssel telefoniert. Morgen. Morgen. Da bist du endlich, Rüd. Hi. Hast du auf den Rehbock vergessen? Nein, ich muss erst noch was Geschäftliches machen. Sag mal, so gehst du jung? Nein, ich hab für die Matte noch ein paar Stiefel oder Gewehr, hab ich auch mit. Bitte. Gut, gehen wir's auch. Zwei paar Tanzen schon. Steig ein. Ja. So, weg mit den Fingern. Hey, warte ein bisschen. Herr van Leuven. Ja? Ein Fax für Sie. Ah, danke. Mein Herr. Zentral, Assuranzi Mate Chappi. Assuranzi Maatschappij, das ist meine Company in Amsterdam. Sie faxen, dass ich noch eine Woche länger in Urlaub bleiben kann. Arbeitskollege ist wieder gesund, er fängt wieder an zu arbeiten. Amsterdamer Zentralassikuration? Mhm. Wieso fotografierst du unsere Weinberge? Das ist ein wunderschönes Motiv. Ich bin nicht nur Assuranzinspektor, sondern auch Präsident von der Utrechts Amateurfotoverein. Utrechter Amateurfotoverein? Ja. Und warum hast du dann eine EU-Plaketten auf deinem Auto? Ja, das haben viele Holländer. Wir sind begeisterte Europäer. Wir auch. Die 500.000 Schilling her. Nein, das ist ein Geschenk. Was? Du gibst sofort die 500.000 Schilling. Ja, du kannst doch nicht. Hey, hallo
Ach, du bist. Ja, es war eine anstrengende Nacht. Erst der Klient und dann der nicht ganz so einfache Untersuchungsrichter. Nimmst du bei dir eine Parade ab? Ich weiß nicht, da spielt irgendeine Trachtenkapelle. Ich kann nicht mal zufahren. Ach, manchmal denke ich, hätte ich doch bloß was Anständiges gelernt. Ja, ich glaube, ich habe in der Nacht kaum ein Auge zugetan. Schade, denn ich habe dich vermisst. Du hast einen frühen Termin? Aha, gut, dann bis morgen. Ich dich auch. Ja, bis dann. Guten Morgen, Julia. Ah, hallo Heinz, was ist denn da los? Ein paar Jubilare werden geehrt. Du, es ist gut, dass ich dich treffe. Ich hab da so eine ganz blöde Geschichte, müsste man mit dir drüber reden. Steig ein! Ich habe diesen Holländer vorerst einmal wegen Raufhandels festgenommen, aber spätestens in 6 Stunden muss ich ihn wieder laufen lassen. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt gegen den Mann gar nichts vor. Du musst ihn wieder auf freien Fuß setzen, er könnte dich sonst verklagen. Ja, so ist es. Aber weißt, das ist eigentlich nicht mein Problem. Und gestern haben ein paar Leute, der Roland, der Hübner und Norbert, dem Van Leuven 500.000 Schilling geschenkt. Das ist ja großzügig. Ja, aber heute wollen sie das Geld wieder zurückhaben. Sie behaupten, sie hätten es ihm unter falschen Voraussetzungen geschenkt. Was soll denn das wieder heißen? Sie haben geglaubt, der Holländer, der ist ein Agrarinspektor von der Europäischen Kommission. Und wieso beschenkt man einen Agrarinspektor der Europe? Aha, jetzt verstehe ich dich, Heinz. Warum sagst du das nicht gleich? Die Herren wollten den vermeintlichen EU-Inspektor im Falle einer Prüfung gewogen stimmen. Julia, du formulierst das wieder mal viel eleganter, als ich das hier könnte. Danke, Heinz, aber die ganze Angelegenheit ist alles andere als elegant. Sag mal, kannst du nicht mit diesem Holländer reden? Warum sollte ich? Na, der Roland und der Hübner erwarten, dass ich ihm das Geld rausquetsche. Freiwillig gibt das nicht her. Und du meinst, mir würde er das Geld geben? Gut, ich komm mit. Aber ich wäre ganz sicher für die Herren Roland und Hübner und Konsorten keine Bestechungsgelder zurückerbetteln. Die werden sich noch wünschen, über die ganze Angelegenheit kein Wort verloren zu haben. Jetzt beruhig dich doch. Ja, will ich nicht. Ja, das ist sehr schön. Ja? Das muss ich schon sagen. So etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Ah, mein Kopf. So, Herr van Leuven, 2 Aspern. Ja, so was, bitte schön. Danke, Herr Kommissar. Ja, ich kann mich nur für meine Mitbürger entschuldigen, Herr van Leuven. Ich tue das aber nicht als Bezirksrichterin, sondern nur als Privatperson. Sie sind die Richter. Ja, aber dieser Raufhandel ist keine Sache, in der das Gericht aktiv zu werden gedenkt. Aber dieser Roland, der ist mich einfach an den Gurgel gegangen. Wir kennen den Herrn Roland leider als einen Hitzkopf. Jetzt wollte ich Sie noch etwas fragen, Herr van Leuven. Sie haben doch nie den Anschein erweckt, ein Inspektor der EU zu sein. Aber nein. Ja, ich war total besoffen gestern Abend, aber ich habe immer gesagt, ich bin Assekuranzinspektor. Heute Morgen habe ich die Brate schon gerochen, dass die mich halte für eine große Tier. Aber ja, das ist nicht meine Probleme. Und die 500.000 Schilling, die wollen Sie ganz sicher nicht zurückgeben? Die habe ich schon überwiesen auf mein Konto in Holland. Ach so. Das ist auch Ihr gutes Recht, Herr van Leuven. Ein Geschenk ist eine Zuwendung, die an keine Bedingung gebunden ist. Und auch nicht rückforderbar. So, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in Österreich. Auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Servus. Ah, meine verehrten Frau Doktor. In einer offiziellen Angelegenheit unterwegs, wenn man sich die Frage gestatten darf? Man darf, Herr Reilinger. Gut, dass ich Sie treffe. Die Angelegenheit ist noch, ich betone noch,
Eine private. Sie kann aber sehr schnell eine offizielle werden. Und wie darf ich das verstehen? Ich würde Sie bitten, mit den Herren Roland, Hübner, Frischler und Schweiger ein inoffizielles Treffen zu organisieren. Am besten an einem neutralen Ort und ohne Zeugen. Vielleicht haben Sie Zeit und Lust, auch dabei zu sein? Tja, das werde ich dann wohl missen. Morgen. Morgen. Gestern Nacht habe ich noch versucht, dich zu erreichen, Arthur. Morgen. Ich war schon früh zu Bett. Na, wie haben wir denn geschlafen? So, es dauert auch nicht lange. Somit erklären Sie sich als der leibliche Vater des Kindes Maria Anna Thorberg, geboren 28.10.98, zu sein. Ja. Als monatliche Alimentationszahlung ist ein Betrag von Schilling. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Arthur. 10.000, vereinbart. Grüß dich. Servus, Max. Servus. Du bist mir nicht böse, dass ich um 2 in der Früh angerufen habe. Mit deiner guten Nachricht kann man mich jederzeit wecken. Na, dann gehen wir es halt an. Mhm. Somit stelle ich Ihnen die Frage, Herr Max Mehr. Hatten Sie im Zeitraum vom April bis Juni des Jahres 1987 geschlechtlichen Verkehr mit Ihrer Ehefrau Adelheid? Ja. Aber besonderer Spaß war es keiner. Bei der Feststellung einer Vaterschaft ist Spaß ein völlig unerhebliches Kriterium, Herr Mehr. Wenn Sie im Theater bei einer Komödie nicht lachen, können Sie deswegen auch nicht das Eintrittsgeld zurückverlangen. Ja, Kinder, eine Stunde habe ich noch Zeit. Gehen wir doch auf einen Kaffee, ich lade euch ein. Danke, Julia, aber ich werde nicht mehr mitgehen. Ich habe den Willi als mein Kind bezeichnet. Mehr kann man von mir nicht verlangen. Außerdem habe ich keine große Lust, mit der Dame da an einem Tisch zu sitzen. Also, schönen Tag. Ne? Dann gehen eben wir beide auf einen Kaffee. Prost, mein Herr. Prost. Zum Wohl. Sag einmal, hat sie nicht irgendwie eine Andeutung, wenn ich es gemacht habe, um was es geht? Nein. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen. Naja, ihr wisst schon, worum es sich handelt. Also, wenn die Sache offiziell wird, es wäre dann ganz schön blöd. Da haben Sie allerdings hundertprozentig recht, Herr Hübner. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott, Frau Doktor. Meine Verehrung, Frau Doktor, bitte. Grüß Gott. Danke, grüß Gott. Bitte behalten Sie Platz. Ich nehme an, es ist in Ihrem Sinne, wenn ich gleich zur Sache komme. Ja, das ist den Herren sicher sehr angenehm. Also, um es kurz zu machen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Anwesenden in einen Betrug verwickelt sind. Und da in diesem Zusammenhang falsche Urkunden zur Verwendung gelangt sind, handelt es sich um einen schweren Betrug. Paragraf 147. Neppisch. Wir sind denn nicht hergegangen. Der Strafrahmen für dieses Delikt bezeichnet eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Ja, eben. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie viele Herren in diese Sache verwickelt sind. Insgesamt 14 Personen. Und darf ich fragen, Herr Hübner, wieso Sie das so genau wissen? Die Auszahlungen erfolgten über die Bankfiliale, deren Vorstand ich bin. Dann werden Sie auch sicher wissen, wie hoch die Summe der zu Unrecht bezogenen Förderungen ist. Es wird auf den Schilling genau nachzuvollziehen sein. Meiner Schätzung nach handelt es sich etwa um 5 Millionen. 5 Millionen? 5 Millionen, aber meine Herren, 14. Das sind 5 Millionen, für die ehrliche Menschen gearbeitet, geschuftet, geschwitzt und vor allem ihre Steuern bezahlt haben. Sagen Sie mal, schämen Sie sich eigentlich nicht? Frau Doktor, Sie sehen ja, den Herrn ist das sehr unangenehm. Ich bin überzeugt, Sie haben daraus gelernt. So, Sie sind davon überzeugt, Herr Reidinger. Ich wäre an sich verpflichtet, die Sache sofort zur Anzeige zu bringen. Aber ich denke an Ihre Familien. Und ich möchte denen gerne die Peinlichkeit einer Verurteilung wegen schweren Betruges ersparen. Unter folgenden Bedingungen. Die zu Unrecht bezogenen Förderungen werden von jedem einzelnen Empfänger auf Schilling und Groschen an die Republik zurückbezahlt. Na eh klar. Ja, aber binnen 48 Stunden. Selbstverständlich, Frau Doktor. Dieser Betrag wird in jedem Einzelfall auf den Groschen genau berechnet werden. Oder, meine Herren? Ja, aber binnen 48 Stunden muss ich das hernehmen.
So, und jetzt hätte ich gern einen weißen gespritzten, bitte. Aber gern, Frau Doktor. Ich hole nur Glaserl und ein Wasser. Danke. Du hättest das Gesicht von diesem Roland sehen sollen. Manchmal ist es ja wirklich schade, dass man keinen Fotoapparat dabei hat und einen Schnappschuss machen kann. Vanille-Erdbeer, bitte. Gern, Frau Doktor. Und du, Arthur? Vanille-Haselnuss. Ja, schön. Arthur, hörst du mir überhaupt zu? Dir ist bewusst, dass du dich in dieser Angelegenheit auf ziemliches Glatteis begeben hast. Ja, schon, aber mit Schlittschuhen. Dankeschön. Danke. Der Max hat übrigens die Vaterschaft an Willi anerkannt. Dieses Frage- und Antwortritual ist ja wirklich absurd. Hatten Sie von April bis Juni geschlechtlichen Verkehr mit Frau so und so? Arthur, schmeckt dir dein Eis nicht?